Guten Morgen, Deutschland. Ich möchte heute Morgen beginnen mit einem Zitat aus der famosen Rede zu Weihnachten unseres werten Herrn Bundespräsidenten. Also nicht mein Präsident, liebe Leute. Aber dazu brauche ich tatsächlich wirklich, nicht nur möglicherweise, ja, ich brauche es tatsächlich, noch einen Schluck Kaffee. Solltet ihr übrigens auch machen, liebe Leute. Das Jahr habe viele offene Fragen hinterlassen. Ja. Manch einer schaue skeptisch auf Staat und Politik. Manch einer. Okay. Ja, Herr Bundespräsident, manch einer. Ja, ja. Mancher habe Sorgen vor der Zukunft. Mancher? Okay. Gut, ich verstehe, dass man deshalb manchmal am liebsten vor der Wirklichkeit in Deckung gehen möchte. Liebe Leute, wie kann man das Jahr 2023 besser zusammenfassen? Bis zu diesem Tage, an dem jetzt die wunderschönen, ruhigen, hoffentlich friedlichen in eurem Kreis Weihnachtstage beginnen, die Festtage beginnen. Wie kann man das anders ausdrücken als mit diesem Zitat und einem süffisanten Morgen-Kaffee-Lächeln? Ich für meinen Teil bin zum Glück kein Bundespräsident, möchte ich auch tatsächlich nie werden. Ich wünsche euch allen da draußen, euch allen, meinen lieben Zuschauern, meinen Abonnenten und all den Menschen, die meinem Kanal wohlgesonnen sind und auch allen anderen, die nicht wohlgesonnen sind, trotz alledem ein wunderschönes, friedliches, ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit Familie, mit Freunden, mit euren Liebsten. Lasst uns alle mal ein bisschen zur Ruhe kommen und richtet euch nicht auf. Richtet euch nicht auf. Die Welt dreht sich so oder so weiter. Staat und Politik wird uns immer wieder weiter dazu veranlassen, dass wir in Deckung gehen möchten. Nein, liebe Leute, ich würde sagen, dieses Weihnachten wird ruhig, besinnlich und friedlich. Und dann, nach Weihnachten, wenn das neue Jahr kommt, im Januar, dann kommen wir aus der Deckung raus. Besser ist das. In diesem Sinne, euch allen da draußen, heute einen wunderschönen heiligen Abend. Tschüss.